Gerne, Vicky. Wir lieben unsere Spiele. Ja, willkommen zurück, liebe Gamer-Kollegen. Ich bin der Dempfo, ihr seid bei der Gamer-WG und wir spielen weiter Baphomets Fluch. Im letzten Part sind wir durch die Kanalisation gestiegen und haben mit dem Bewohner dieses großen Anwesens hier geredet, was sich hinter dieser Tür befindet. Er hat uns weitere Informationen über den Clown gegeben, indem wir uns als Inspektor ausgegeben hatten, und wir haben mit Nicole telefoniert, die uns jetzt in ihre Wohnung eingeladen hat, damit wir unsere Informationen untereinander austauschen können. Und da werden wir jetzt mal direkt hinspazieren. So, dann sind wir jetzt das erste Mal so gesehen auf der Weltkarte. Die wird später noch ein bisschen erweitert mit ein paar Orten. Und wir können hier jetzt wieder ins Café zurückkehren, also da, wo wir jetzt gerade sind. Wir können ins... Ich kann die Namen leider nicht so aussprechen. Auf jeden Fall ist hier die Polizei und hier wohnt Nico. Und wenn ich es aussprechen müsste, Rougeron oder so, keine Ahnung. Ich bin nicht begabt in Fremdsprachen. Auf jeden Fall sind wir hier richtig. In dem Apartment hier wohnt Nico. Nicole. Und Nico ist der Spitzname, dazu kommen wir aber noch in dem Spiel. Ja, und ich hoffe, dass das hier mit dem Sound jetzt immer noch so weiter stimmt. Wie gesagt, ich versuche den gerade im Laufe des Displays hier schön anzupassen. Damit die Musik nicht so einen die Ohren wegdröhnt. Ja, versuchen wir mal hineinzugehen. Man sieht hier schon das Interagier-Icon. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Ich drücke gegen die Tür, aber sie scheint abgeschlossen zu sein. Ja, so viel dazu. Mal Rechtsklick machen, um zu untersuchen. Es ist die Tür zu Nikos Wohnung. Ah, er sagt das schon, Nico. Oh, aber er weiß den Spitznamen eigentlich noch gar nicht. Okay, reden wir mal mit der netten Dame hier. Oh, hi. Bonjour, Monsieur. Soll ich Ihnen Ihre Zukunft voraussagen? Oh, nein, danke. Ich bin sehr gut und es dauert nur eine Minute. Trotzdem vielen Dank, aber ich bin nicht abergläubisch. Außerdem, wenn es nur eine Minute dauert, hat man ja nicht mehr sehr viel Zukunft vor sich. So, nun können wir hier ein paar Fragen stellen über die Blumen, die sie verkauft, über Nico oder über die Wahrsagerei. Ich werde mich mal auf die Wahrsagerei einlassen. Ich hab's mir anders überlegt. Würden Sie mir die Zukunft voraussagen? Sie gehen auf eine lange Reise. Ach nee, was für eine Überraschung. Können Sie mir nicht etwas erzählen, was ich noch nicht weiß? 10 Francs bitte, mein Lieber. 10 Francs? Das ist Wucher. Wenn Sie meinen. Ja, wurde gerade unterbrochen. Fragen wir weiter nach der Wahrsagerei. Wie funktioniert das mit dieser Vorherseherei? Ich wusste, dass ich nicht immer nur Blumen verkaufen würde. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie mit dieser Gabe gesegnet sind? Das ist so ähnlich wie Fernsehen. Manche von uns werden mit einer Antenne geboren. Ich gehöre einfach zu diesen Glücklichen. Man könnte diesen Satz durchaus falsch verstehen. Oh, herrlich. Okay, fragen wir nach den Blumen. Blumen. Wir fragen nach den Blumen. So. Kann man diese Blumen kaufen? Oui, Monsieur. Okay, ich nehme einen Strauß von den Weißen da. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Nein? Das sind Lilien, Monsieur. Für manche Leute sind das Totenblumen. Danke für die Warnung. Fragen wir weiter nach Blumen. Man muss einer Frau ja immer Blumen mitbringen. Also sollte man. Guten Eindruck hinterlassen. Was für Blumen haben Sie noch? Dahlien. Was bedeuten die? Unsicherheit. Ich will nicht, dass sie einen falschen Eindruck von mir kriegt. Was ist mit den hohen Gelben da? Das sind Iris, die Flamme der Leidenschaft. Und die kleinen Gelben? Sinnlichkeit. Die nützen mir nichts. Ich will auf sie Eindruck machen, aber ich will sie nicht überrumpeln. Blumen können sehr viel aussagen. Das ist furchtbar. Gut, fragen wir nach Nicole. Kennen Sie eine junge Frau, die Nicole Collard heißt? Ja, sie wohnt über mir, in dem Haus da drüben, auf der anderen Straßenseite.
Ich habe die Tür versucht, aber sie ist verschlossen. Wissen Sie, das Problem habe ich dem Vermieter schon tausendmal gemeldet. Es ist die Feuchtigkeit. Das ganze Gebäude ist wie ein Schwamm. Es saugt Feuchtigkeit von Gott weiß woher auf. Sie meinen, die Tür ist verklemmt, weil sie aufgequollen ist? Genau. Es gibt aber einen Trick, wie man sie aufbekommt. Man darf nicht zu stark drücken. Nur ein kleiner Schubs oberhalb des Schlosses. Danke für den Tipp. Gut, damit haben wir unsere Informationen. Ich würde sagen, wir beenden das Gespräch, denn so viel werden wir nicht mehr in Erfahrung bringen. Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur. Das werden Sie ganz sicher. Wenn ihr wollt, dass ich hier bis zum Ende die Charaktere alle durchfrage, dann sagt ruhig Bescheid. Die meisten werde ich wahrscheinlich auch zu Ende bringen, aber sie hier ist ein bisschen scary und wie gesagt, das andere ist nicht weit notwendig. Deswegen werden wir jetzt mal das Apartment betreten. Ich erinnere mich an den Rat der Blumenfrau und drücke vorsichtig oberhalb des Schlosses gegen die Tür. Vorsichtig. Bäm! Bonjour, ich bin froh, dass du gekommen bist. Wir waren doch per Du, oder? Klar, nenn mich einfach George. Gut. Ich heiße zwar Nicole, aber sag ruhig Nico zu mir. Setz dich, George. Eh bien, wo bist du gewesen? Ich habe die Abwasserkanäle unter dem Café untersucht. Ich dachte mir schon sowas. Ich habe so einen komischen Gestank gerochen. Der Clown ist durch die Kanäle entkommen und hat dort das Kostüm ausgezogen. Ich nehme an, er war in Eile. Er hat seine Jacke vergessen. Und? Ich habe die Telefonnummer seines Schneiders. Mehr noch, ich weiß auch, wo er das Clownkostüm geliehen hat. Du hattest mehr Glück als ich. Glück, sagt sie, Glück? Ich nenne das harte Arbeit. Was ist passiert? Ich habe meine Fotografien dem Verleger vorgelegt, aber er hat sich nicht dafür interessiert. Glaubt man das? Er riet mir, die Story fallen zu lassen. Aber das wirst du doch nicht tun. Oh nein. Ich werde herausfinden, was hinter diesen Morden steckt. Weißt du, was ich glaube? Es ist eine Verschwörung. Die Polizei in drei verschiedenen Ländern hat sich wegen der Morde sehr zurückgehalten. Die Presse bringt sie nicht in Zusammenhang. Sie beschuldigen politische, religiöse oder militante Extremisten. Damit ist so ungefähr jeder verdächtig. Sehr interessant. Gut, werden wir mal fragen, beziehungsweise wir können jetzt all Mögliches ihr vor die Mütze werfen. Fangen wir mal mit der Clownsnase an. Ich habe diese falsche Nase in den Abwasserkanälen gefunden. Es ist La Risée du Monde darin eingedruckt. Die Lachnummer der Welt. Das ist ein Kostümverleih in der Nähe des Bahnhofs Saint-Lazare. Ich werde das abklären. Vielleicht erinnert sich der Besitzer daran, wer das Kostüm ausgeliehen hat. Warum ziehst du sie nicht an, George? Keine Chance, dann sehe ich ja wirklich so dumm aus, wie ich bin. Außerdem war er vielleicht erkältet. Gut, Stoffhitzen können wir noch ich habe ein Stück Stoff in der Nähe des Cafés gefunden. Als ich es dem Pförtner gezeigt habe, hat er es sofort erkannt. Es ist sehr auffällig, stimmt. Warte, bis du das hier siehst. Ich habe den Film entwickelt, den ich bei dem Café belichtet habe. Hier, George, das ist eine Vergrößerung, die ich gemacht habe. Siehst du, was der Typ hier anhat? Karierte Hosen. Denselben Stoff habe ich im Abwasserkanal gefunden. Stimmt. Der Typ sollte nicht schwer zu finden sein. Oh nein? Sieh dir seine linke Wange genauer an. Eine Narbe in Form eines Hufeisens. Oder eines Halbmondes. Lieber das erstmal eiskalt einstecken. Dann sehen wir hier unseren Verdächtigen mit den karierten Hosen nur ganz leicht. Und hier auch die Narbe so ganz leicht zu sehen. Gut, das müssen wir hier nicht unter die Nase reiben. Dann fragen wir mal nach Plantard. Woher hat Plantard deinen Namen? Über die Zeitung La Liberté. Ich habe einen Artikel geschrieben, in dem ich zwei ungelöste Morde miteinander in Verbindung bringe. Einen in Italien, einen anderen in Japan. Die Fälle sind sich bemerkenswert ähnlich. Ein wohlhabendes Opfer, kein offensichtliches Motiv und ein verkleideter Killer.
Plantard sagte, er könne mir weitere Informationen beschaffen. Irgendwie muss der Clown von unserer Verabredung gewusst haben. Gut, dann können wir jetzt direkt weiter nach dem Clown fragen, was ich mir angefühlen muss, bevor ich auf die Icons drücke, dass ich fertig bin mit Reden, sonst, ja. Gut, fragen wir einfach weiter. Erzählen Sie mir von den bisherigen Opfern des Clowns. Das erste war Arno Bilotta, der Millionär und Baron der Pharmaindustrie. Er hat sein Geld mit Amphetaminen verdient, im Nachkriegsboom von Schlankwerden und Diät. Stell dir das vor, Millionen von Hausfrauen, die sich buchstäblich ihren Arsch abspieden. Wurde er wegen Geld umgebracht? Nein, er hatte keine Verwandten und das Vermögen ging an das Waisenhaus, in dem er aufwuchs. Die einzige Zeugin in diesem Fall war sein philippinisches Au-pair-Mädchen. Sie schwört, er wurde von einem Schneemann in den Tod gelockt. Von einem Schneemann, oha. Wie gut, dass wir keinen Schnee mehr draußen liegen haben. Gut, wir fragen weiter. Wer war das zweite Opfer des Clowns? Yamada, der umstrittene japanische Politiker der Grünen. Er hat sein Vermögen aus dem elektrochemischen Konsortium seines Vaters geerbt. Er hatte sich darauf verschworen, der japanischen Automobilindustrie ans Leder zu gehen. Ich glaube nicht, dass er mit so einer verrückten Politik große Unterstützung bekommen hätte. Yamada war ein Mann der Visionen. Er war seiner Zeit voraus. Wenn Sie das sagen, wie ist er gestorben? Unter den Händen oder besser gesagt Stummelflügeln eines riesigen Königspinguins. Ein Pinguin, worauf ich gerade vorhin nicht klarkomme, dass er sie weiterhin sieht, obwohl die doch ausgemacht haben, dass sie per Du sind. Ja, ich habe einen Fehler gefunden nach was weiß ich wie vielen Jahren. Egal, wir fragen weiter nach den Killer-Clown. Wir wollen ja Informationen darüber wissen. Ein Schneemann, ein Pinguin und nun ein Clown. Weißt du, ich gebe es nicht gern zu, aber das ist beängstigend. Ich sage dir was, ich werde keine Einladungen zu Kostümpartys mehr annehmen. Ich kann es dir nicht verdenken, dass du Angst hast. Mir geht es genauso. Aber diese Story könnte meine einzige Chance für einen Durchbruch sein. Oder für einen vorzeitigen Tod. Beides gut möglich. Wir können jetzt noch über Nicole ein paar Sachen fragen. Das werden wir jetzt mal direkt tun. Du sprichst ein gutes Englisch für eine Französin. Danke. Du sprichst ein gutes Englisch für einen Amerikaner. Weiter fragen, beziehungsweise das Thema hier mal ins Rollen bringen. Erzähl mir mehr über dich. Ach, da gibt es nicht viel zu erzählen. Nun, wie bist du zur Fotografie gekommen? Das habe ich, glaube ich, meinem Vater zu verdanken. Er hat mir meine erste Kamera gekauft. Ich war 8 und meine Eltern hatten sich gerade getrennt. Klingt schon mal interessant, beziehungsweise gleichzeitig traurig. Trennung der Eltern ist immer scheiße. Besonders für die Kinder. Gut. Mal weiter fragen. Ich will das hier abchecken. Hast du bei deinem Vater gelebt? Ja, meine Mutter ist mit ihrem Freund weggegangen. Hat mir nichts ausgemacht. Ich habe nur Papa gebraucht. 4 Jahre später starb er bei einem Flugzeugunglück. Oh, das tut mir leid. Ist schon gut. Es macht mir nichts aus, über ihn zu reden. Er war eher wie ein älterer Bruder. Machte immer Witze und lachte. Papa wollte immer, dass ich Kunst studiere. Deswegen bin ich aufs College. Okay. Aber weiter. Hast du das Fotografieren im College erlernt? Nein, ich konnte mir das Material nicht leisten. Alles, was wir benutzten, wurde uns in Rechnung gestellt. Farbe, Leinwand, Papier. Die meisten in meiner Klasse widmeten sich dem Minimalismus. Es war billiger. Ich durchstöberte den Park nach Haaren von Eichhörnchen. Die einzige Zeit, in der ich nicht gehungert habe, war das Semester, in dem wir die Drucktechniken durchnahmen. Ich habe die Kartoffeln gegessen. Du verkohlst mich doch. Oh nein. Na lecker. Boah. Boah. Bäh. Okay. Bringen wir es mal zu Ende. Hast du einen Freund? Das geht dich nichts an. Kopf. Ja gut. Dann würde ich sagen, lassen wir das mal. Und geh mal zu diesem Dingenskirchenladen da. Ich mache mich wieder auf die Suche nach dem Clown. Wo? Ich werde wohl mal dem Kostümverleih einen Besuch abstatten. Gute Idee. Eine sehr gute Idee. La-di-da-di-da. Man sieht übrigens, glaube ich, nie mehr von dem Haus, außer den Teil hier und den Teil von Nikos Wohnung. Wenn ich mich richtig erinnere an alle Teile.
Ah, naja, gehen wir mal zu diesem Kostümverleih. War doch jetzt ein Kostümverleih, oder? Ich bin mir nicht sicher. Paris de Mont. Ja, Kostümverleih. Gut, gut. Können wir irgendwas untersuchen? Nein, wir können nichts untersuchen. Wir können nur... Ah doch, hier. Ganz vorsichtig gebe ich der Pierrot-Puppe einen Stups, aber sie bewegt sich nicht. Zum Glück, ey. Wäre es jetzt noch, wenn uns die um den Hals springen würde. Ah, hier mal ein Plattenspieler. Oh, das spielen wir das Lied von Tod, ist das, glaube ich. Auf jeden Fall Begräbnismusik oder sowas. Gut, reden wir mal mit dem. Oh, kann man das wieder ausschalten? Das ist grad. Nein. Es ist aus. Gut. Nicht nochmal anmachen. Reden wir mit den Typen. Entschuldigung. Bonjour, Monsieur. Bitte, kommen Sie herein. Willkommen. Lassen Sie die normale Welt hinter sich, denn in diesen vier Wänden regiert die Fantasie. Ich möchte kein Kostüm. Haben Sie sich als Kind nie verkleidet? Nicht, dass ich wüsste. Unglaublich. Als nächstes wollen Sie mir weismachen, dass Sie nie die Unterwäsche Ihrer Schwester angezogen haben. Ich habe keine Schwester und mit BH sehe ich ziemlich dämlich aus. Ich brauche nur ein paar Informationen. Natürlich. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Der Typ ist schon mal cool drauf. Fragen wir nach Plantard. Haben Sie schon mal etwas von einem Mann mit Namen Plantard gehört? Ich kann mich an niemanden mit diesem Namen erinnern. Okay, dann fragen wir mal nach dem Clown. Ich suche einen Mann, der bei Ihnen ein Clownskostüm ausgeliehen hat. Oui, Monsieur. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen helfen kann. Führen Sie keine Listen über die verliehenen Kostüme? Natürlich, Monsieur, aber... Also dann, ich möchte, dass Sie in Ihren Listen nachsehen. Geben Sie mir die Namen von allen Leuten, die ein Clownskostüm ausgeliehen haben. Unmöglich, das sind zu viele. Okay, aber recht hat er. Es gibt viele Leute, die sich jetzt Clown verkleiden. Fragen wir einfach weiter, vielleicht kann er uns andere Informationen geben. Der Clown, den ich suche, ist ein kaltblütiger Killer. Geben Sie mir seinen Namen und ich werde dafür sorgen, dass er vor Gericht gestellt wird. Ich würde Ihnen ja gerne helfen. Aber Sie können nicht von mir erwarten, dass ich mich an alle meine Kunden erinnere. Sehen Sie, das Clownskostüm ist unser beliebtester Artikel, Monsieur. Im Durchschnitt verleihen wir über 30 Clownskostüme pro Woche. Sie müssen mir schon Ihre Anhaltspunkte geben. Vielleicht eine Beschreibung. Okay, wir haben das Foto, das können wir jetzt noch vorzeigen. Erkennen Sie diesen Mann? Ah, oui. Der war heute Morgen hier. Sehr gut, sehr gut. Dann können wir jetzt bestimmt weiter Informationen über den Clown kriegen. Wieso sind Clowns so beliebt? Ich denke, das hat etwas mit ihrer sprunghaften Natur zu tun. Ich persönlich bin eher der Ansicht, dass Clowns verboten werden sollten. Clowns und Pantomimen. Also nun hören Sie mal. Es gibt doch niemanden, der keine Clowns mag. Doch, mich zum Beispiel. Okay, anscheinend doch nicht. Legen wir nochmal das Foto vor. Sind Sie sicher, dass dieser Mann die Theaterschminke gekauft hat? Oui, Monsieur. Ah, genau. Hier, das Tuch können wir vorlegen. Können Sie mit diesem schmutzigen Taschentuch etwas anfangen? Lassen Sie mich mal dran riechen. Boah. Bestheimers Nummer 7. Weißer Pfannkuchen. Theaterschminke, richtig? Oui, Monsieur. La Crème de la Crème in Sachen Bühnen-Make-up. Haben Sie kürzlich etwas davon verkauft? Ja, 2 Dosen. Okay, legen wir noch die Clownsnase vor. Möchten Sie diese rote Nase wieder zurück? Nee, nachdem sie getragen wurde. Danke. Gut, nochmal das Foto. Sind Sie sicher, dass dieser Mann... Okay, das hatten wir schon. Monsieur. Sehr hübsch. Grüne Seide mit Taftfutter. Er gab seinen Namen als Monsieur Kahn an. Gut, scheiße. Information für euch. Also,
Der Typ hat uns gerade gesagt, dass der noch ein weiteres Kostüm ausgeliehen hat, und zwar das eines Kobolds, und er hat für den Verleih den Namen Khan angegeben. Das war jetzt die Information, die wir da noch rauskriegen konnten. Ich werde das jetzt noch einmal fragen, vielleicht kommt das nochmal, vielleicht kriegen wir gar keine Information, mal sehen. Sind Sie sicher, dass dieser Mann den Clownsanzug ausgeliehen hat? Certainement, Monsieur Khan. Okay. Khan, gut, gut, gut. Ich denke nicht, dass wir hier noch weiter etwas damit anfangen können. Dann würde ich sagen, verlassen wir das Gespräch. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es war mir ein Vergnügen, Monsieur. Darf ich Ihnen die Hand schütteln? Ja, okay. Elektroschocker. Was haben Sie vor, mich umzubringen? Sie fanden das nicht lustig? Ich konnte noch nie was Lustiges an Elektroschocktherapie finden. Eh bien, es gehört Ihnen. Ein Geschenk. Brauche ich eine Genehmigung dafür? Sowas wie einen Waffenschein? Nun, aber ich gebe Ihnen eine Warnung mit auf den Weg, Monsieur. Welche? Vergessen Sie nicht, ihn auszuschalten, bevor Sie auf die Toilette gehen. Boah. Boah. Gut. Verlassen wir das hier. Jujut. Da haben wir dann auch alles. Sieht man dann, es ist dunkel hinterlegt worden. Und ja, gehen wir mal zu Nicole. Beziehungsweise zu Nico. Aber das dann auch in der nächsten Folge dann erst wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen rauf da. Wäre mir eine Ehre, wenn ich das mal sehen dürfte. Und ja. Habt ihr Vorschläge, Anregungen, Kritik, whatever, schreibt es in die Kommentare oder als PN. Lese ich alles gerne durch und gegebenenfalls antworte ich auch darauf, wenn die Zeit dafür vorhanden ist. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein!